Grüßt euch, hier sind wieder die Wanderbrüder. Schön, dass wir da sind. Wir sind hier auf über 1100 Meter Höhe und zwar auf dem Lusenparkplatz Waldhausreibe. Und wir wollen heute eine mehrstündige Wanderung machen. Es geht viel durch den Wald, wir kommen an einem Bach vorbei und wer weiß, was wir noch alles heute so erleben. Ja, und wenn ihr wieder dabei sein wollt, dann würden wir uns freuen. Und dann würde ich sagen, kommt einfach mit. Schau mal, was da für ein Felsen steht. Sieht schick aus. Wow. Schöner Wanderweg hier lang. Es ist manchmal ganz schön schwer, den Weg zu finden. Aber alle paar Bäume ist wieder eine Markierung dran. Das ist wunderbar gemacht. Hier ist die erste und da hinten haben wir schon die nächste. Also verlaufen kann man sich hier also auch wieder nicht. Wie immer vorbildlich markiert. Weiter geht's. Der Felsen ist hier schon mal ein bisschen größer. Oh, Wahnsinn. Thank you.
Ja, zum Glück fahren hier ganz wenig Autos, ne? Ja. Noch so ein Tier. Das ist eine Antilope. Und schaut euch mal diese herrliche Aussicht an. Ist das ein Traum heute? Das müsste der Araber sein, der höchste Berg im Bayerischen Wald. Wer so wie wir nicht weiß, wie die Berge hier ringsherum heißen, der kann sich jetzt hier an dieser Tafel informieren. Das ist sehr schön. Und Orte auch. Und auch die Orte. Und jetzt haben wir den herrlichen Blick zu den Bergen. Wie man sieht, sieht man nichts. Und das nächste Ziel, das ist dann die Martinsklause. Klause, der Begriff Klause, das sind hier diese kleinen Stauseen, die man zum, wie heißt das, zum Driften. Zum Driften angelegt hat. Und jetzt müssen wir hier rum. Ist ja wirklich idiotensicher. Schau mal hier, dieser Riesenpilz. Oh, gesehen, toll. Boah, der ist ja groß.
vor uns taucht jetzt langsam die Martinsklause auf. Ach, ist das ein schöner See. Und das nächste Etappenziel ist die Friedenbrücke. Na, der Baum hat sich ja auch ein Fundament ausgesucht. Aber das war mal ein Baum. Frischwasser hätte er ja sofort gehabt. Ja. Und das ist die kleine Ohe. Sieht toll aus. Boah,
einfach urnatürlich. Ein Traum. Da ist der erste Wasserfall. Und hier haben wir schon den nächsten gleich daneben. Bestimmt der gleiche Bach, der sich hier teilt. Und der fließt in die kleine Ohe. Schau mal hier, die ganzen schönen bemoosten Steine. Das sieht toll aus. Links rauscht der Bach. Das ist ja Natur pur. Mann, ist das schön. Ist das nicht schön klar? Wahnsinn. Oh, wahnsinnig klares Wasser. Ein Traum. So stellt man sich einen Bach vor. Also hier hätte man auch mal aufräumen können. Aber gleich kommt was ganz links hier. Wow. Hier muss man ganz schön aufpassen, wo man hintritt. Wurzeln, Steine, ach, ist ein schöner Weg. Das ist ein richtiger Felsengarten. Oh. Jetzt haben wir hier wieder so eine richtige Matschepampe vor uns.
Also das Wasser hier ist richtig kalt. Boah, 5 Grad. Und das ist da alles drin enthalten. Sehr interessant. Oh, hier rechts die schönen Felsen, so schön bemoost. Hier führt der Weg weiter. Und hier links die kleine Ohe. Könnte man auch sagen, die kalte Ohe. Also das ist hier fast so schön wie in der Schweiz. Da fällt uns ein, da könnten wir doch mal grüßen. Da grüßen wir dich mal, Ulrich. Ulrich Steinmann, du läufst da auch immer so schöne Wege in der Schweiz. Hier würdest du dich auch wohlfühlen. Oh, hier links ist ein Brunnen, das ist schön. Und jetzt sind wir bei der Friedenbrücke. So, jetzt waren wir eben an der Friedenbrücke, jetzt geht es hier weiter und an der Friedenbrücke war das ganz interessant, da sind wir kurz angesprochen worden von einem jungen Mann, der macht eine Abschlussarbeit und wollte so ein paar Fragen von uns beantwortet haben, ob wir daran teilnehmen möchten, alles ein bisschen hier über den Bayerischen Wald, wie zufrieden wir sind und was uns gefällt, was uns nicht gefällt,
was man besser machen könnte. Ja, und hat er, wie wir hergekommen sind. Hat er sich gefreut, dass wir daran teilgenommen haben. Hat jetzt so 5 bis 10 Minuten gedauert. Haben wir gern gemacht. Und als Geschenk haben wir einen schönen Kugelschreiber geschenkt bekommen. Aber nicht so einen gewöhnlichen 0815. Was nicht aus Kunststoff, sondern aus einem Holzschaft. Wie sich das gehört. Könnten wir jetzt in die Kamera halten. Haben wir dummerweise jetzt aber schon im Rucksack verstaut. So, jetzt haben wir ihn noch gelabert. Jetzt geht's hier weiter. Ist ja ein schöner Pfad hier, wa? Ja. Du siehst ja kaum, wie der Weg geht. Aber erkennen kann man noch. Das ist wichtig für. Die wird auch bald umkippen. Schon der nächste Wegweiser und wir müssen jetzt runter nach Graubsäge. Das heißt wirklich so. Hurra! Graubsäge! Sind wir fast unten bei der Graubsäge und müssen jetzt wieder zu der Igelbus-Haltestelle. Na, nur noch 5 Minuten. Da ist ja schon die Haltestelle. Da kommt der Bus aus der anderen Richtung.